Skinny girls, fat girls, thick girls too. Rich chicks, poor chicks, oh, they can't forget about my niggas. Shots for everybody. Es ist endlich mal wieder soweit. Erstmal, servus Leute, was geht ab? Und willkommen zu einem weiteren Video. Wie ihr seht, Suzuki steht bereit, haben wir ja letztens erst geputzt. Und ich würde jetzt erstmal sagen, ich mache mal wieder ein Video mit der Susi. Ich bin ja schon lange nicht mehr mit ihr gefahren, hatte jetzt ewig eigentlich keine Zeit mehr dafür. Aber ich würde sagen, jetzt seit Ende der Saison, ich kann eh nicht mehr mit der Susi fahren, mit der Gixxer. Und deswegen gibt es jetzt einfach mal wieder ein Moto, was heißt wieder? Das ist, glaube ich, mein erstes Mal. Es gibt ein Motocross-Video diesmal. Ihr habt schon, also ein paar Leute haben schon echt danach gefragt und ich war mir ein bisschen unsicher, ob das wirklich interessant ist, weil ich wirklich nicht so der krasseste Motocross-Fahrer bin. Aber ich würde sagen, ich versuche es jetzt einfach mal. Und wir gehen jetzt mal, oder beziehungsweise wir überspringen jetzt mal das ganze Einladen, normalerweise zeige ich das ganze Einladen, und gehen jetzt auf die Strecke. So, wir sind angekommen, sind jetzt in Mühlhausen. Wetter ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ist, glaube ich, ungefähr 10 Grad oder so, also perfekt zum bisschen Motocrossen. Christian ist auch schon da, ihr habt das schon gesehen. Probiert es auch mal ein bisschen aus. Er war ja vorher, also beziehungsweise er fährt da eigentlich auch nicht Motocross. Also sie sind ja die absoluten Anfänger. Und ja, ich ziehe mich jetzt erstmal um und dann geht's. Schaut noch so neu und so gut aus. Schau mal, die ist so geil geputzt gerade. Und jetzt geht's erstmal wieder schön in den Dreck. Kurzes Fazit hier nach ungefähr den halben Tag fahren. Ich muss sagen, ich bin echt gut zurechtgekommen, besser als normal. Ich kann zwar immer nur noch mein Rekord von 2 Runden am Stück nicht durchbrechen, aber mit dem Verstellen von dem Fahrwerk, muss ich sagen, war es echt gut. Ich weiß nicht, das Verstellen vom Fahrwerk, es war bloß ein bisschen Zug- und Druckstufe gespielt, beziehungsweise die halbwegs auf mein Gewicht eingestellt, aber das ist krass, was das einfach ausmacht. Jetzt geht's weiter. So, ich mache jetzt mal einen kleinen Vlog, habe ich mir gedacht. Ich hoffe mal, die Kamera ist gut ausgerichtet. Beim Motocross-Fahren ist das immer ein bisschen schwierig bei mir. Ja, genau. Und das musst du normalerweise... ja, ich glaube schon. Ja, absolute Profis hier am Werk. Gut, es geht noch. Ja, die kleinen Jungs. Mega geil, ich hätte mir da mal so gewünscht, dass ich auch schon früher sowas gefahren bin. Habe aber hier, ich glaube sogar, dass Mühlhausen meine erste Strecke war, wo ich gefahren bin. Wo ich zum ersten Mal, glaube ich, Zweirad gefahren bin. Kein Scheiß. Aber ich habe damals mit der Motocross angefangen. So, Christian auf seiner 300er Zweitakter. Jetzt mal mit Andy unterwegs. Hat er die alte Susi von mir, ist das 17er Modell. Und wir haben auch gerade ein bisschen das Fahrwerk umgestellt. Beziehungsweise überhaupt mal irgendwas dran gemacht. Boah,
Boah, muss schon sagen, merke ich jetzt schon. Fahrwerk war vorher nicht eingestellt. Hui, ich komme echt erstaunlich gut zurecht. Alter. Das ist einfach mal viel geiler. Krank, was das ausmacht. Ich fahre jetzt immer noch so hart diesen Sprung. Okay, jetzt auch einmal Double gesprungen. Double Step Down natürlich. Ich glaube, ich war noch nie auf einer Strecke, wo so viel los war im Training. So, und das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen, beziehungsweise zeigen, ich kann es ja selber jetzt nicht so perfekt. Aber ich hoffe, es kam ein bisschen rüber. Ich hoffe, ihr hattet da ein bisschen Spaß zuzuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir wirklich mal in die Kommentare, weil es wollten viele. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt irgendwie cool in ein Video packen konnte und das so rüberkam. Von daher ist es echt wichtig, wenn ihr es mir in die Kommentare schreibt. Gebt ein Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Peace. Oh.